Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Astroneer. Es gab hier in letzter Zeit nicht viel Neues. Es gab ein paar Patches, 182, 189. Die haben hauptsächlich Fixes gebracht. Also da wurde viel im Hintergrund gemacht, dass man halt so Fehler gelockt werden und automatisch hochgeladen und so ein bisschen am Netzwerkcode wurde was verändert. Das Handling des Rovers und so weiter, die Thruster, die gucke ich mir nochmal extra an. Das soll jetzt irgendwie mehr Spaß machen, die zu benutzen. Aber so richtig große Neuigkeiten gab es jetzt hier nicht. Also habe ich mir überlegt, was mache ich in Astroneer? Was spielt man denn hier eigentlich? Man muss sich ja selber ein Ziel suchen in so einer Sandbox-Tech-Demo. Und da habe ich mir gedacht, naja, man ist auf einer neuen Welt. Das erste oder eine gute Idee wäre eigentlich, zu gucken, wie hier die Zeit vergeht. Ja, so eine Sonnenuhr bauen. Also habe ich schnell geguckt in Wikipedia, wie man sowas eigentlich macht. Bin dabei eben so drüber gestolpert, dass das eigentlich so das erste mathematische Problem war, was die Menschheit hatte. Ja, also das erste, was man halt machen wollte damals, hier die keine Ahnung, Sumera oder so, die wollten halt die Zeit messen, also um einen Kalender zu machen, um zu wissen, wann der Winter kommt sozusagen, ja, und nicht nur einen Finger raushalten und gucken, ja, bald, so. Und so habe ich also hier angefangen, eine Sonnenuhr zu bauen und bin erstmal losgefahren, irgendwohin, und habe erstmal mit einer senkrechten Säule angefangen, um zu gucken, wie verläuft überhaupt die Sonne. Ja. Und ich bin nicht weit von meiner ersten Basis weg, sondern relativ nah dran. Da habe ich erfahren, dass der erste Startpunkt, den das Spiel sozusagen einem auswählt. Also am Anfang kann man ja nicht selber wählen, sondern man landet irgendwo und ist immer auf dem Äquator. Also da läuft die Sonne genau über den Zenit. Und so habe ich hier also die Säule gebaut und dachte mir so, jetzt habe ich echt gelaufen. Das ist ja überhaupt nichts zu sehen. Ja, also da hat man ja gar keine Uhr sozusagen. Also man müsste es ein bisschen umbauen, wenn man genau auf dem Äquator ist. Dann muss halt in der Luft so der Schattenstab sein. Sagen. Ja, und man hat dann sozusagen unten so was Halbrundes ungefähr. Und das muss man dann halt entsprechend einteilen. Also so habe ich das gebaut. Das sieht dann so aus und funktioniert einigermaßen. Und dann bin ich aber mal losgefahren, ein bisschen weiter weg und habe dann hier wieder so angefangen. Also erst einen senkrechten Stab, hat geguckt, wie weit geht der Schatten. Und das sind dann, also so kriegt man dann den Winkel raus. Ungefähr, ja, so in welchem Winkel, weil man muss ja parallel zur Achse bauen, also parallel zur Erdachse, zur Rotationsachse sozusagen. Und das kriegt man dann halt raus, indem man senkrecht baut und genau mittags dann, ja, die Länge des Schattens misst und dann einfach das Verhältnis umdreht sozusagen. Und wenn man den Winkel messen würde, dann weiß man auch, auf welchem Breitengrad man ist. Ja. Also wir sind hier südlicher Breite, da drüben ist Süden. Und müssten so 27 Grad sein, wenn ich mich recht entsinne. Also ich habe es dann auch mal ausgerechnet, einfach das Tool genommen sozusagen und den Durchmesser genommen und dann eben gemessen, wie hoch ist der Stab. Ja, da ist dann, weiß ich nicht, 3 Durchmesser oder so und wie lang ist der Schatten. Und daraus ergibt sich so ein Verhältnis und dann kann man über Cosinus, Sinus und so weiter, wer eine Mathe aufgepasst hat, der wird jetzt gleich wissen, wie das geht. Ich musste da auch erst mein Tafelwerk wälzen. Aber es hat letztendlich funktioniert. Und die nächste Frage ist dann, wie teilt man den Tag eigentlich ein? In Astroneer ist der Tag genau, also auf dem ersten Planeten, 20 Minuten lang. Ja, so, man hat am Äquator genau 10 Minuten Tag, 10 Minuten Nacht. Und wenn man das jetzt hier nicht am Äquator beobachtet, sondern eben woanders, dann sieht man auch, wohl am Äquator auch, also es macht überhaupt keinen Unterschied, wo man ist. Man sieht aber, dass über einen längeren Zeitraum hinweg die Tage und Nächte mal gleich lang sind. Das heißt, wir haben keine schiefe Ekliptik. Ja? Also wir stehen genau senkrecht zur Planetenebene. So, also das ist schon mal so eine Erkenntnis, die man daraus hat. Und die Frage ist dann aber, wie teilt man das jetzt ein? So als Mensch, als Erdling, ist man halt so diesen 12-Stunden-Rhythmus irgendwie gewohnt. Also 12-Stunden-Tag, 12-Stunden-Nacht. Und hier sind es jetzt 10 Minuten. Und da habe ich mich gefragt, so, ja, warum? Also wie teile ich das ein? Sind es jetzt, weiß ich nicht, 10 Stunden?
sozusagen. Ja, und dann muss man sich dazwischen irgendwas ausdenken. So, also so, wie sieht so ein Astroneer-Terran-Tag aus? Und das finde ich an Astroneer total geil, dass einem sowas, also dass einem das Spiel dazu bringt, über sowas nachzudenken und neue Sachen zu erfahren, weil ich habe es nicht gewusst, um wieder zurück auf die Sumerer zu kommen, ja, die zuerst sich das ausgedacht haben, ja, die den ersten Kalender gemacht haben. Warum? Um Himmels Willen haben die den Tag in 12 Stunden geteilt. Und warum 60 Minuten und 60 Sekunden? Also das macht doch überhaupt keinen Sinn. Also so eine krumme Zahlen irgendwie. Und hat ja auch nicht ganz gepasst. Also es sind ja nicht 360 Tage, sondern 365. Also irgendwie, ne, da diese Schalttage, die es bei den Maya gab, ja, diese 5 Festtage, da wurde mal groß gefeiert. Also alle haben irgendwie so dieses Zwölfer-Ding gehabt. Und was ich eben nicht wusste, ist, dass die Sumerer eben gar nicht, also kein Dezimalsystem hatten, so wie wir eben bis 10 und dann so, sondern die haben halt tatsächlich in einem Zwölfer Hexa, oh, wie heißt das? Hexagezimalsystem oder sowas, ja, weil es bis 60 geht, weil 5 und so weiter. Und das hat auch mit den Fingern zu tun. Eine neue Sache, die ich gelernt habe, ja, wenn man an einer Hand die Fingerglieder zählt, ja, man hat ja so mit dem Daumen sozusagen, man benutzt den Daumen, um die Fingerglieder abzuzählen. Und dann hat man eben 4 Finger mit 3 Gliedern und kann deswegen an einer Hand bis 12 zählen. Also mit dem Daumen am kleinen Finger angefangen, ja, an der Spitze des kleinen Fingers ist 1, dann 2, 3 ist die Wurzel des kleinen Fingers und dann 4 ist der Ringfinger, 5, 6, 7 der Mittelfinger, 8, 9 und dann 10 der Zeigefinger, 11, 12 sozusagen, 12 die Wurzel des Zeigefingers. Und das kann man, wenn man die andere Hand dazu nimmt, ist 60 machen, weil dann hat man 5 Finger an der anderen Hand, kann zählen, okay, 5 mal 12. Oder wenn man das mit beiden Händen macht, 12 mal 12, 144. Und das sind eben diese Einteilungen. Also deswegen haben die gesagt, okay, wir haben von morgens bis abends, teilen wir in 12 Stunden ein. Ja, also so. Und die Nacht auch. Und muss also dann sozusagen zu einer Zeit gewesen sein, wo die in ihrem Gebiet, also weiß ich nicht, hier in Mesopotamien, wo die waren, da in Irak irgendwo, so möglichst am Äquator oder eben zur Sommersonnenwende, wie auch immer. Also, oder eben wo die Sonne halt bei denen über den Zenit ging. Ja, da, wo die gemerkt haben, okay, heute ist Tag und Nacht gleich lang, da teilen wir das ein in 12 Stunden. Und die feinere Einteilung, also die Minuten und Sekunden, sind dann eben 60 gewesen, ja, weil das zählbar ist. Ja, also die hatten dann dafür auch extra Zeichen. Ja, also für die 60 ist so ein Dach und weiß ich nicht, eine 1 oder so war dann, oder 12 oder so waren andere Zeichen und so. Also total verrückt. Und 144, auch das kennt man heute noch, die Zahl. Also 12 kennt man, das ist ein Dutzend. Und 144 auch, also das ist auch ein Zahl, das ist ein Gros, also ein Groß sozusagen. Aus dem Französischen kennt man das noch, ja, wenn man etwas in einer großen Menge kauft, dann kauft man das en gros. Ja, also dieses Gros, das sind eben 144 Stück. Wusste ich auch nicht, also das ist jetzt auch so neu gelernt. Das finde ich super interessant, ja, dass Astronier mich auf sowas bringt. Und das bedeutet, dass die Terralinge, die hier wohnen auf dem Planeten, also wenn es hier intelligentes Leben gäbe, dann würden die sich den Tag eben einteilen, wie es sinnvoll ist. Also für mich ist es okay, ich kann jetzt hier sagen, das sind 10 Teile, weil es 10 Erdminuten sind. Ich kann den Tag in 10 Teile teilen, oder 2,5 oder so. Also 2,5 Minuten oder sowas, was mir auch immer einfällt, in 4 Teile. Und die Leute, die hier wohnen, die würden das halt in 3 Teile teilen oder 9. Oder je nachdem, wie viele Finger die haben. Ja, also die würden das halt, oder Fingerglieder. Also, oder Füße. Keine Ahnung, was hier für Wesen wohnen würden auf so einem Planeten. Die würden das halt so einteilen, wie es für sie passt. Ja, und vielleicht haben die auch einen ganz anderen Stoffwechsel. Die werden nur 3 Tage alt. Und für die ist ein Tag ein Drittel ihres Lebens oder so. Also da muss man ja auch noch drüber nachdenken, dass die möglicherweise die Zeit eben ganz anders wahrnehmen. Und das bringt mich wieder auf ein nächstes Thema, ja. Zeitwahrnehmung. Gibt es Zeit überhaupt? Und so weiter. Albert Einstein.
Und was passiert, wenn man ins schwarze Loch fällt? Hier in Gravity und so weiter. Total krasser Film. Naja, genug geschwafelt. Das war meine Astronier-Folge, weil mich jemand gefragt hat, wann wieder Astronier kommt. Ich glaube, es wird Zeit mal wieder für einen Livestream, oder? Machen wir mal wieder was Schönes, was Tolles hier mit den Farben und so. Das ist ja total cool, was man jetzt alles machen kann. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.